angedeutet habe, passiert ist, da gab es dann die Momente, wo ich an der Reling stand und raufguckte und einfach zu mir sagte, woher kommt mir Hilfe? Ich schaue hinauf zu den Bergen, da habe ich einen Psalm gefunden, der hieß so, schaue auf zu den Bergen und woher kommt mir Hilfe? Psalm 121, einer meiner Lieblingspsalmen geworden. Und als dies passiert ist, habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, die mich ein Leben lang verfolgt hat, in den Hotelschubladen. Schon zu Genschers Zeiten lagen die da drin. Und auf dem Schiff eben auch, in meiner Luxuskabine. Aber ich hatte sie versteckt, irgendwo hinter der Wäsche, hinterm Fernseher, hinterm Vorhang, wo auch immer. Und am nächsten Morgen hatte die Stewardesse wieder in die Schublade gelegt. Der Running Gag mit den Zimmermädchen dieser Welt, habe ich immer gesagt. Und dann passiert etwas im Leben und dann greifst du doch zu dem Ding. Eigentlich war ich in anderen Religionen zu Hause, in diesen asiatischen. Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich Ihnen das alles erzähle. Aber wenn Sie in meine Berliner Wohnung gekommen wären, hätte Sie ein mannshoher Buddha begrüßt. Mir nicht ganz unähnlich, gebe ich zu. Aber ein indischer Elefant und esoterische Lichter und ein Riesengong und Klangschalen. Meine Güte. Und wenn Besuch kam, dann waren die immer sehr glücklich, wenn sie das alles erleben konnten. Und ich dachte, naja, ich lasse es eigentlich nur noch wegen euch hier stehen. Es hat mir nicht wirklich geholfen. Vom Dalai Lama regalweise die Aphorismen und Weltanschauungen. Aber es ging mir nicht tief genug. Woher kommt mir Hilfe? Nicht, dass ich in Not war, aber ich wollte zur Wahrheit, zur wirklichen Wahrheit. Und dann fand ich eben auch in der Bibel meine Verse, die mich angesprochen haben. Ich bin der Weg. Waldemar Grab stand da, in dem Labyrinth des Lebens. Ich bin die Wahrheit in deinem Lügengebäude. Du willst ja immer so schön dastehen und das Kartenhaus wackelt ganz schön. Und ich bin das Leben. Du lebst doch so gerne. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagte Jesus. Das sprach mich sehr an, aber es ging noch weiter. Niemand kommt zum Vater. Und ich hörte irgendwie im Hinterkopf, dein Buddha nicht, dein Elefant nicht, deine Klangschalen sowieso nicht und niemand kommt zum Vater als durch mich, Jesus Christus. Und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, das ist es. Und dann ging ich hoch zum Pool der MS Deutschland im Jahr 2002, im Herbst. Wir waren auf dem Weg nach Malaysia, auch das noch, da habe ich eine Weile gelebt und habe diese Meditationskurse für teures Geld gemacht. Wir waren auf dem Weg nach Malaysia und dann bin ich hoch zum Pool und habe Christus als die Nummer eins in meinem Leben angenommen und ich spürte, das ist es jetzt. Dem Psalm 121, den habe ich mir gleich vorgenommen und eine Melodie drauf gemacht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe, und das war die Antwort, die mich berührt hat, kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dein Fuß wird nicht gleiten, denn er wird dich leiten. Er ist der Schatten deiner Hand. Er wird dich behüten und Unheil verhüten. Er hat dich mit Liebe überspannt. Die Sonne am Tag, den Mond in der Nacht. Vom Herrn kommt Hilfe Tag für Tag. Wenn Himmel und Erde von ihm gemacht, dann bist du die Krönung seiner Pracht. Nun hebe deine Augen auf zu den Bergen, der Horizont des Lebens ist so weit. Er behüte deinen Ausgang, bewahre deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Dein Fuß wird nicht gleiten, denn er wird dich leiten. Er ist der Schatten deiner Hand. Er wird dich behüten und Unheil verhüten. Er hat dich mit Liebe überspannt. Und seitdem habe ich versucht, jeden Tag in dieser Bibel zu lesen, bis ich merkte, wir werden eins. Da ist viel Fremdes drin und viel, was, wo du dir überlegst, naja, das muss ich mir später nochmal anschauen, aber es war auch vieles drin, dass ich begriffen habe, um was es geht.
Und dann merkst du, wenn du es immer wieder hörst und immer wieder liest, du wirst eins mit diesem Thema, unter anderem auch mit diesem: Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist auch ein Psalm 31, Vers 15 und 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen und jede Stunde unter deiner Wacht. Allzu oft nur lasse ich mich blenden und stürze ungefragt in jede Schlacht. Meine Zeit steht in deinen Händen und mein Leben unter deiner Macht. Hilf, dass ich lerne, mich davon zu trennen, was mich so oft von dir hat weggebracht. Und was die Zeit am Ende für mich bringen mag, es liegt allein, allein in deiner Hand. Und ist mein Leben vor dir nur ein Wimpernschlag? Du seist gepriesen, Herr, im ganzen Land. Und ist mein Leben vor dir nur ein Wimpernschlag? Du seist gepriesen, Herr, im ganzen Land. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Der zweite Schritt für ein abenteuerliches Christsein heißt Bibel lesen, nein, Bibel werden. Ich war zu vielen Sendungen eingeladen und eines Tages musste ich wieder nach Hamburg und neben mir in der Maschine saß ein Ingenieur einer Autofirma. Der hat mir eine Stunde lang die Entwicklung eines Schräubchens erklärt. Und ich habe mich hinterher gedacht: Theresa, könntest du einem wildfremden Menschen so begeistert von der Bibel erzählen, wie dieser Mann von seiner Schraube? Könnten Sie das? Ich habe Ihnen heute Abend mein Lieblingsevangelium mitgebracht. Ich habe es persönlich das Anti-Stress-Evangelium genannt. Also eine Bibelstelle, die uns hilft, mit dem täglichen Stress fertig zu werden. Und ich liebe diese Geschichte heiß und innig. Und Sie werden sich jetzt wundern, welche das ist. Das ist die Geschichte von der Ehebrecherin. Ja, also ich meine nicht, was passiert ist, sondern was rauskommt natürlich. Nicht? Ja, Sie wissen ja, es sind zwei auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt wird die Frau vor Jesus geführt. Man will Jesus eine Falle stellen. Wenn er wirklich dieser Rabbi ist, weiß er, was im Gesetz als Strafe steht. Die Steinigung, was leider immer noch im Orient gibt. Aber mal unter uns Frauen. Beim Ehebruch gehören immer zwei. Gell? Komischerweise wird nur die Frau vorgeführt. Gell? Was mit den Männern ist, das klären wir nächstes Mal, Bill. Ja? Okay. Also die Frau wird vorgeführt und jetzt soll Jesus eine Entscheidung treffen, was er sagt. Aber das ist nicht irgendeine Entscheidung. Bei dieser Entscheidung geht es um Leben und Tod, wenn das kein Stress ist. Und was macht der Herr? Er, so heißt es, setzt sich auf den Boden und malt im Sand. Na klasse. So geht Jesus Christus mit Stress um. Der sitzt am Boden und malt im Sand. Und er sagt nichts und er steht auf und sagt nichts, bis er eine kreative Lösung hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich nenne sie kreativ, Kreator, der Schöpfer. Er wartet, bis er eine Lösung hat. Ich weiß nicht, wer uns Menschen eingeredet hat, dass wir jeden Tag für jedes Problem sofort eine Lösung parat haben sollten. Manchmal meinen wir Menschen wirklich, wir könnten die Probleme dieser Welt lösen. Manchmal sind wir größenwahnsinnig, statt es ihm zu überlassen, der diese Welt gemacht hat. Mir ist als Referentin mal was Schreckliches passiert. Ich habe zwei Gemeinden am gleichen Tag zugesagt, einen Vortrag. Ein Frauenfrühstück in Bayreuth und 100 Kilometer entfernt ein Besinnungstag in Bamberg. Als ich das gemerkt habe, ich sage in Stress pur, ich rufe in der Gemeinde an, könnten wir das verschieben? Sagen, das steht schon in der Zeitung, wir haben 200 Anmeldungen. Ich rufe in Bamberg an, können wir das verlegen? Wir kriegen das Haus nur an dem Tag, der Bus ist schon bestellt. Jetzt soll ich eine Entscheidung treffen. Aber wie soll ich mich entscheiden? Was habe ich getan? Das, was ich Ihnen heute Abend empfehle. Entspannen Sie erst mal.
der Herr hat es auch getan. Ich weiß nicht, ob ich Musik gemacht habe oder was. Ich habe es ihm überlassen und dann gab er mir eine wundervolle Idee. Ich habe den ersten Vortrag auf Video aufgenommen. Meine Mitschwester, die übrigens auch hier ist, war in Bamberg über Beamer, war ich dort live zu sehen, hielt in Bayreuth den Tag, fuhr hin und alles war bestens. Kreative Lösungen haben wir immer erst dann, wenn wir uns wieder beruhigen, wenn wir einen anderen machen lassen. Aber Sie kennen ja so Tage, wo alles zusammenkommt. Sie kennen die. Wo du denkst, das auch noch. Und manchmal sind wir sehr selbstbewusst, so 3 Kilometer über der Erde. Und manchmal 3 Zentimeter. Und ein böser Blick von jemandem. Und wir wissen wieder, wie stark wir sind. Wir können nicht jeden Tag gleich gut alle Probleme lösen. Mir hilft diese Geschichte so sehr, denn ich merke immer, ich muss gar nicht entscheiden, sofort. Sondern immer erst dann, wenn ich mich beruhige. Wenn mich die ganzen Firmen und Verbände einladen, da laden die mich nicht ein in ihre Firma, sondern meist in schönen Landgasthof oder in Hotels, da wo alle so schön entspannt sind. Und Autofirmen fahren jetzt gern zurzeit ins Kloster, das ist so alternativ, gell? Da entwickeln die besten Ideen. Die besten Ideen und Lösungen haben wir immer erst dann, wenn wir uns wieder beruhigen. Wann haben Sie Ihre besten Ideen? Was machen Sie da? Einfach mal reinrufen. Wann haben Sie Ihre besten Ideen? Beim Laufen? Putzen? Badewanne? Nachts, denn sein gibt es der Herr sowieso im Schlaf. Genau. Meistens in einem entspannten Zustand. Manche sagen sogar auf dem Klo. In einem entspannten Zustand hat man die besten Ideen. Die hat man wirklich da. Aber nicht nur deswegen liebe ich diese Bibelgeschichte so sehr, weil sie mir wirklich hilft. Ich habe so viele Anfragen, aber ich muss nicht sofort reagieren, sondern wegen dieser anderen Sache liebe ich diese Geschichte mit Jesus. Da steht diese Frau, dieser Mensch ganz alleine und alle haben die Steine in der Hand. Und jetzt passiert etwas Wundervolles. Einer steht für sie auf, Jesus Christus. Und einer tritt für sie ein, obwohl er weiß, dass sie schuldig ist. Und wenn er das für diesen Menschen getan hat, wird er für jeden von uns einstehen, wenn wir ihm vertrauen. Aber er sagt auch, geh hin und tu es nie wieder. Wir sollten jeden Fehler nur einmal tun, am besten gar nicht tun. Bibel nicht nur lesen, Bibel werden. Und so wie Waldemar das sagt, ich habe auch jeden Tag versucht, das einfach zu praktizieren. Und da las ich, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh 2. Und meine Freundin sagt, du bist aber heute dran mit Brötchen holen. Naja, ich bin losgefahren ins nächste Bäckerei, aber sie wollte nur eine Sorte, die war da nicht. Früher wäre ich nach Hause gefahren, etwas anderes mitgebracht. Aber jetzt, als ich das las, ich bin in 2 Geschäfte, habe diese Freude gemerkt. Bibel nicht nur lesen, Bibel leben. Und es wird ein Abenteuer. Ich weiß gar nicht, wie wir uns Christen nennen können, wenn wir das gar nicht leben. Und manchmal bewundere ich wirklich unsere evangelischen Mitchristinnen und Christen, wie die aus der Heiligen Schrift leben. Wir Katholiken haben natürlich unsere Goldrand-Bibel im Wohnzimmer stehen. Natürlich haben wir Bibelkurse und jedes Sonntag hören wir das Evangelium. Aber Sie kennen das ja, wenn einem meine Geschichte sehr bekannt vorkommt, ist man manchmal ganz weg mit Gedanken. Bibel leben, es wird ein Abenteuer. Der 3. Schritt für ein wirklich erfülltes Leben heißt für mich Gott loben. Und ich möchte Ihnen heute Abend mal den Unterschied zwischen Loben und Beten ein bisschen näher bringen, denn wir Menschen neigen ja dazu, meistens erst dann unser Gebetspensum zu erhöhen, wenn irgendwas schief geht. Eine Krankheit droht, wir haben Kummer, Sorgen. Meistens, wenn irgendwie wir in Not sind, dann erhöhen wir das Gebetspotenzial. Und natürlich dürfen wir Gott um alles bitten. Jesus sagt, bittet um was ihr wollt. Aber ich möchte Sie mal darauf bringen, Gott zu loben, ohne Hintergedanken. Nicht, weil Sie was brauchen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Besuch hatten von jemandem, wo Sie nach 3 Minuten gedacht haben, das hätte er sich schenken können. Der redet bloß, der fragt mich gar nichts.
ist wieder weg. Ein Gewohnheitsbesuch. Und ich frage mich manchmal, wie muss Gott sich fühlen bei den Kirchenbesuchern? Warum die da sind? Aus Gewohnheit? Weil es ganz gut ist, sich wieder mal blicken zu lassen? Weil ich wieder was brauche? Meinen Sie, der fühlt das nicht? Sein Lebendiger. Der hat so Sehnsucht nach ihm, aber er würde sich nicht aufdrängen. Gott ohne Hintergedanken loben, einfach weil es unser Vater ist. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, wir Menschen, wenn wir beten wollen, wir sind ununterbrochen am Babbeln. Ja, ja, mit uns selber. Nicht bloß alte Leute, nee. Wenn sie morgens die Augen aufschlagen, geht's schon los. Was ziehst du denn an? Dusch erst, habe ich den Schlüssel, fahr halt, wie sie heute reingekommen sind. Ach, schau mal, die ist auch da. Wie sie mich gesehen haben, gucke mal, die Schwester ist ganz schön dick. Ja, Gott sagt mir alles. Ja, ja. Wir sagen uns alles vor. Wir reden ständig und wenn wir beten wollen, ja, dann rattern wir los. Gott hat gar keine Chance, uns was zu sagen. Und ich möchte Sie drauf bringen, 5 Minuten am Tag Gott zu loben. 5 Minuten können sehr lange sein, wenn Sie im Stau stehen, bei einer langweiligen Predigt oder in der Schule. 5 Minuten in der Einkaufsschlange. Nach 2 Minuten sind wir schon schweißgebadet, wenn die zweite Kasse nicht aufgemacht wird. Aber 5 Minuten können sehr kurz sein, wenn ich mit meiner besten Freundin rede, mich schon 3-mal verabschiedet habe. Was sind 5 Minuten heute Abend ab 22 Uhr? Nichts. 5 Minuten können sehr kurz sein. 5 Minuten Gott loben. Und Sie haben hunderte Gelegenheiten. Sie fahren zum nächsten Supermarkt einkaufen. Der letzte Parkplatz wird Ihnen vor der Nase weggeschnappt. Es gibt 2 Möglichkeiten zu reagieren. Sie ärgern sich und sagen, schön oder was anderes. Oder Sie loben Gott, glauben Sie mir. In 2 Minuten wird ein Parkplatz frei. Das war schon immer so. Sie sind am Telefon verbunden, unter der Dusche. Sie beißen ein Nürnberger Würstchen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Sie sagen, lieber Gott, du schmeckst wieder oder Mist, so wenig Senf da. Wir haben hunderte Gelegenheiten, Gott zu loben. Loben kann Wunder bewirken. Ich könnte bis morgen früh Anekdoten aus unserem Leben erzählen, was Lobpreis bewirkt hat. Wir hätten sicher nicht 300 Kinder im Gottesdienst gehabt, wenn wir nicht jede Woche mit ihnen ja, Gott gepriesen hätten. Aber eine Anekdote möchte ich Ihnen erzählen. Und zwar, als wir diese neue Gemeinschaft gründeten in einer Kleinstadt, 15.000 Einwohnern, und die hatten 2 Tageszeitungen. Und die haben groß tituliert, die Mediennonne kommt. Und ein Reporter wollte sofort ein Interview mit mir führen. Naja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe hunderte von Interviews gegeben. Ich ließ ihn kommen, er fing an. Doch plötzlich merkte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Solche kritische Fragen, will der uns schaden? Und ich erzähle, dass wir als Kirche zu den Menschen müssen, die ganz unten sind. Und er ist so eigenartig. Und dann sage ich, also wissen Sie was, bevor Sie das veröffentlichen, möchte ich das zuerst lesen. Das ist die erste Reportage über unsere Gemeinschaft und ich möchte, dass alles stimmt. Und er verspricht mir, ein Fax zu schicken. Ja, es kommt aber nicht. Bis Mittag nicht, bis Abend nicht. Um 21 Uhr kam dieses Schreiben und als ich das gelesen hatte, ich kann Ihnen sagen, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. So was Sinnentstelltes hat er mir als wortwörtliche Rede in den Mund gelegt, dass ich gesagt haben soll, Kirche ist der Mensch, der in der Scheiße sitzt. Ich, Schwester Teresa. Und ich rufe an und sage, sind Sie zu retten? Ändern Sie das sofort. Wenn das jemand liest, brauchen wir gar nicht anfangen. Dann sagt er, das geht nicht mehr. Das ist schon im Druckhaus in Nürnberg. Jetzt hilft nur noch beten. Wir sind in die Kapelle, haben Gott angefleht, bis ich gedacht habe, Theresien, du bist ein Dummerchen. Ich lobe und ich preise dich, Herr. Du hast die ganze Welt geschaffen. Du wirst doch mit so einem kleinen Problem fertig. Sei gepriesen für das, was du tun wirst. Und ich habe mich ins Bett gelegt. Aber am nächsten Morgen werde ich sehr aufgeregt geweckt. Warum? Die Zeitung ist nicht erschienen. Druckerstreik in Nürnberg. Applaus
Jetzt können Sie sagen, Zufall. Na. Geht so. Warum sollte Gott nicht seinen Kindern beistehen? Vorausgesetzt, wir erlauben ihm das. Aber wissen Sie, wir können es nicht so machen. Wenn wir was brauchen, bitte sofort helfen da oben. Aber ansonsten halte ich raus aus unserem Leben. Wissen Sie, so geht das nicht. Stellen Sie sich vor, ein Freund, der nur zu Ihnen kommt, wenn er was braucht. Das ist keine Freundschaft, keine Beziehung. Als ich diese Zeitschrift mit dem Kochen machte, fragte mich die Journalistin mal, wir haben ja so viel Zeit gehabt, das dauert ja sowas ewig. Schwester Theresa, was machst du als erstes, wenn du in den Himmel kommst? Oh, habe ich gesagt, ich weiß, was ich mache. Ich werde 4 Jahrhunderte auf dem Schoß vom lieben Gott sitzen und ihn knuddeln. Und dann werde ich zurückschauen und dann werde ich all die Steine sehen, die er mir aus dem Weg geräumt hat. Werde all das sehen, was ich verbockt habe, wo ich zu wenig geliebt habe. Werde all das sehen, was Gott, ja, wo er mich bewahrt hat. Und dann werde ich Rotz und Wasser heulen. Und irgendwann werde ich 3-mal schniefen. Und dann wird er sagen, ist ja alles gut. Und dann, bis ich alle Heiligen durch habe, die Hildegard, Theresa und Franziskus, bis ich die alle gebabbelt habe, und dann meine Ur-Ur-Urgroßmutter, die ich noch nie kennengelernt habe, ja, das wird schon ein paar Jahrhunderte dauern. Denn ich frage mich manchmal, wieso wir verbringen eine Menge Zeit mit Freunden und Bekannten, die meiste Zeit, wenn sie mit ihrem Ehepartner verbringen, aber die Ewigkeit mit Gott und komischerweise mit dem wir am längsten zu tun haben werden, babbeln wir am wenigsten. Das ist Beziehung, das ist Freundschaft, das ist Vertrauen. Gott loben und Sie können Wunder erleben. Herr, wenn ich sehe, wie du mich lieb hast, Herr, wenn ich sehe, wie du regierst, dann kann ich nur ahnen, was du für mich getan. Du bist heilig, du bist heilig, ich bete dich an. Herr, wenn ich spüre, wie du mir Mut machst, mir immer wieder gerne zeigst, du gehst voran. Dann seh ich deine Spuren auf meiner Lebensbahn. Du bist heilig, du bist heilig, ich bete dich an. Du zeigst, dass du mir nah bist, dein Geist mich erfüllt und auch ermahnt, dann freu ich mich am Morgen und fang den Tag an mit: Du bist heilig, du bist heilig, ich bete dich an. Und wenn ich sehe, wie du mir treu bleibst, ausgerechnet mir so vertraust, Herr, dann steh mich gern in den Lobpreis mit ein. Du bist heilig, du bist heilig, ich bete dich an. Lobpreis, das ist das Atmen der Seele. Ein Zwiegespräch mit Gott, dem Herrn.
eine Hinkehr zum Retter der Menschen, ein Aufblick zum hellen Morgenstern. Lobpreis ist die Freude an Jesus, der das Beten der Seinen erhört, der allmächtig ist und der Erhaben und dem Bittenden Hilfe gewährt. Lobpreis ist ein stilles Versinken hinein in das Meer seiner Gnade. Im Glauben die Hände aufhalten zu dem, der die Gotteskraft hat. Lobpreis ist Glauben statt Sehen, selbst dann, wenn vom Feind wir umringt. Und dennoch dürfen wir wissen, der Vater bewahrt sein Kind. Lobpreis ist seliges Ruhen in Gottes Arm, frei von der Pein, kindlich auf ihn zu vertrauen und glücklich in Jesus zu sein. Wer lobpreist, der hat die Verheißung, dass einstmals im himmlischen Land wir droben den Herrn weiterpreisen, im herrlichen Siegergewand. Hans-Dieter Hüsch, ein Kabarettist, den Sie vielleicht möglicherweise noch kennen, leider schon verstorben, aber in den letzten Jahren ein ganz klarer, bekennender Jesus-Freund. Er hat einen Psalm geschrieben, er nennt ihn so, der mir damals schon, als ich noch mit Gott überhaupt nichts am Hut hatte, gut gefiel. Und ich hatte die Freude, ihn für ihn zu vertonen. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Versagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Versagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Versagen, das Elend und
die Zärtlichkeit. Ich bin vergnügt. Ich bin erlöst. Ich bin vergnügt. Erlöst. Befreit. Diesen Tag will ich heute mit dir teilen. Lade dich ein, um mit dir zu sein. Herr, zu dir kommen wir zum Verweilen. Zu deinem Gedächtnis soll es sein. Dieser Tag, er soll dir gehören. Dir gehört Körper, Seele und Geist. Bleibe bei mir, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Ich bin ganz froh, dass wir so erzogen sind in unserer Gesellschaft, schon als Kind, dass wir das Wort Danke aus dem FF können. Ich weiß, als junger Bursch, 6, 7 Jahre alt, wenn so von hinten der Schubs kam, dann wusste ich auch, was für eine Stimme dahinter steckt. Wie sagt man? Gibt es das hier auch? Ja? Danke. Ist gut. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft, die hat das anerzogen uns. Und das ist gut so.